Sudele, da freue ich mich doch, einen weiteren Referenten für unsere kommende BGM-Fachkonferenz Betriebliches Gesundheitsmanagement. So viel Zeit muss sein, nicht, Niklas? Am 20. August, wo du, ich freue mich drauf, wir haben uns gerade schon kurz kennengelernt, einen sehr kurzweiligen, mit einem Augenzwinkern im Titel Vortrag hältst. Dazu wirst du aber gleich selbst mehr sagen. Ich habe gerade auch nochmal rausgehört, Strabag, 29.000 Mitarbeiter. Da habt ihr zwei Personas, die sich um das Thema BGM beschäftigen. Das klingt spannend. Magst du ein bisschen was zu dir sagen und auch gern zur Strabag? Ja, kann ich natürlich sehr gerne machen. Niklas Magal, ich arbeite, wie du schon gesagt hast, im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Strabag ist an sich ein europäischer Baukonzern. Hauptsitz ist in Österreich, der ist in Wien. Aber es gibt halt mehrere Tochtergesellschaften. Es gibt noch Konzerne, die da angegliedert sind. Und der Hauptsitz der deutschen Tochter ist sozusagen in Köln und da sitze auch ich. Ich wollte mal die Gelegenheit nutzen, bei dieser Online-Fachkonferenz was zu sagen zum Thema Innovationen mit BGM. Und hast du ja gerade schon angesprochen, ich habe das als Titel genommen, keine Innovationen im BGM, wobei das keine in Klammern steht. Also mir ist es wichtig, ich bin kein Feind von Innovationen, Gottes Willen, sondern Innovationen sind gewünscht im BGM. Du musst auch ab und zu einfach immer wieder was Neues bieten. Du musst auch immer wieder den Mitarbeitern was Neues zur Verfügung stellen im Gesundheitsbereich. Aber man sollte halt die Grundlagen nicht vergessen. Das ist so das Thema. Ich habe eigentlich hauptsächlich zwei Zielgruppen, die ich da ansprechen möchte. Die eine Zielgruppe macht eigentlich genau das Gleiche wie ich in anderen Unternehmen. Das sind halt die klassischen Gesundheitsmanager oder Gesundheitskoordinatoren oder wie sie sich nennen mögen. Die möchte ich ansprechen, um da mal zu zeigen, okay, was ist denn gerade so möglicherweise State of the Art im BGM, wie man das kurz sagt, was gibt es denn da so an Innovationen? Ja? Um da mal einen Abriss zu geben, dann aber auch zu sagen, und das geht eher in Richtung Dienstleister, also Dienstleistungsbranche im BGM, ob das jetzt Selbstständige sind, ob das jetzt sozusagen auch Dienstleistungsfirmen sind. Okay, was für Grundlagen sollte man nicht vergessen? Ich möchte so gut wie gar nicht auf Corona großartig eingehen bei diesem kurzen digitalen Vortrag. Das würde den Rahmen sprengen. Aber man hat beispielsweise gemerkt, Mensch, Corona hat uns erstmal alle überrascht. Das war erstmal so. Und wir wurden sozusagen, ich möchte nicht sagen zugeschüttet, aber schon ein bisschen überrollt von Dienstleistern. Hier ein Online-Training, da ein digitales, da dieses, da jenes. Da ist halt die Sache, okay, das will der Gesundheitsmanager nicht. Der will nicht zum 50. Mal ein Angebot bekommen, wie jemand auf einer Gymnastikmatte herumrollt sozusagen. Deswegen geht es mir darum, okay, ich habe manchmal das Gefühl, diese beiden Parteien sprechen zu wenig miteinander. Die Gesundheitsmanager und die Dienstleister. Deswegen habe ich den Titel so genannt und beide versuchen einzufangen, ja, sowohl Innovationen als auch das Thema Grundsatzarbeit einfach mal zu beleuchten, zu besprechen. Und da hoffe ich natürlich, dass er für den einen oder anderen in diesem BGM-Kreis mit dabei ist, um das Thema insgesamt voranzutreiben. Das klingt spannend. Also klingt auf jeden Fall mehr nach den Obstteller an der Rezeption. Ja. Oder im Konferenzraum. Jetzt machen wir ein bisschen Gesundheit. Was glaubst du, was wird so die wichtigste Message sein, die du den Kollegen vermittelst? Also was wird der mitnehmen können? Der Personaler im Besonderen? Also die Trendlinie hier scharf zu zeichnen ist schwierig, aber es gibt einfach gesundheitsaffine Menschen und es gibt Menschen, die sind das nicht. Die sind das überhaupt nicht. Ich arbeite hier in einem Konzern, ich habe eine E-Mail-Adresse. Wenn einige Menschen allein meinen Namen sehen, meine E-Mail-Adresse, wenn sie nicht gesundheitsaffin sind, dann werden sie diese E-Mail vielleicht nicht lesen. Na, dazu bedarf es wirklich Innovation, an diese Zielgruppe ranzukommen. Und das wird eines der Hauptfokusthemen werden. Ja, das klingt spannend, denn oftmals sind solche Projekte mit viel Engagement, Lust und Leidenschaft, aber dann werden sie doch zum Rohrkrepierer. Allein die E-Mail-Adresse oder Kontaktperson nicht ausreicht. Da muss ein bisschen mehr Fleisch ran. Da dürfen wir gespannt sein, was du uns da mitbringen wirst. Insofern, Niklas, sehen wir uns am 20. August spätestens dann wieder. Wir freuen uns drauf und dann bis bald und bleib gesund. Ich habe zu danken. Das ist natürlich das Allerwichtigste, gerade in diesen Corona-Zeiten. Unbedingt gesund bleiben und dann bis zum 20. August. Bis bald. Super, Dankeschön. Passt.